Kochen 15.07.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 30 Gramm geröstete Kürbiskerne, gehackt minus 50 Gramm grüne Oliven, gehackt minus 2 bis 3 Hexaliter Petersilie, gehackt 1 bis 2 Knoblauchzehen, fein gehackt minus 1 Hexaliter abgeriebene Zitronenschale Salz, Pfefferpasta minus 500 Gramm grüner Spargel Salz minus 350 Gramm grüne Bandnudeln minus 11 Zweitel Teraliter Dijon-Senf minus 2 Teraliter Akazienhonig minus 1 Hexaliter Zitronensaft, Pfeffer minus 4 Hexaliter Olivenöl minus 40 Gramm Bergkäse, gehobelt erstens für die Gremolata alle Zutaten mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zweitens für die Pasta den Spargel im unteren Drittel schälen, holzige Enden entfernen. Spargel waschen, die Köpfe in einer Länge von ca. 5 cm abschneiden, längs halbieren und beiseite stellen. Mit einem Sparschäler lange Streifen, Klammer auf Bandnudeln, Klammer zu, von den 1 Stangen abziehen. 3. In einem großen Topf Wasser mit ca. 1 Teraliter Salz aufkochen. Nudeln darin nach Packungsangabe bis fest garen, dabei während der letzten 2 bis die Spargelstreifen zu den Nudeln geben und mitkochen. Inzwischen für die Soße Senf mit Honig, Zitronensaft, eine Prise Salz und Pfeffer verrühren, nach und nach 3 Hexaliter Öl unterschlagen. 4. Die Spargelnudelmischung abgießen und noch heiß mit der Soße mischen. Inzwischen die Spargelköpfe im restlichen Einöl ca. 3 braten. Die Nudelmischung mit Spargelköpfen, Käse und die Kürbiskerngremolata anrichten und servieren. Pro Portion 11 Gramm E, 15 Gramm F, 49 Gramm Ka gleich 375 Kilokalorien, Klammer auf 1569 Kilojoule, Klammer zu, WE9 SDI KOI, UEU sud ihr die Soße die 4,5 Schrägstrich Eche heute der 2 OKI 4 EFT KOIS 11 et 50 AT Nudelwasser, darauf weitine Vialat mit UM, Klammer auf für 4 Zubereitung, 1 Stunde minus 1,4 Kilogramm Erbsenschoten, ausgelöst Klammer auf ergibt ca. 400 Gramm Erbsen Klammer zu, minus 250 Gramm Zuckerschoten minus 2 Teraliter Agavendicksaft minus 11 Zweitel Hexaliter Apfelessigsalz, Pfeffer minus 1,5 Teraliter abgeriebene Zitronenschale minus 4 Hexaliter Olivenöl 6 Stiele Minze, Blättchen abgezupft minus 15 Gramm frischer Ingwer geschält, gerieben minus 200 Gramm Feta erstens Erbsen in kochendem Salzwasser in 8 bis garen, abgießen und eiskalt abschrecken. Zuckerschoten putzen, in kochendem Salzwasser 11 Zweitel blanchieren. Minus 600 Gramm schmale Auberginensalz, eine Dose Kichererbsen, Klammer auf 250 Gramm EW, Klammer zu, 1 kleine Orange minus 100 Gramm, getrocknete Tomaten, Klammer auf in Öl eingelegt, Klammer zu, minus 60 Gramm, getrocknete Datteln minus 3 bis 4 Hexaliter Olivenöl, Pfeffer minus 2 Hexaliter Granatapfelsirup minus 2 Hexaliter Tomatenmark, 1,5 T1 Zimt Cayennepfeffer, 1,5 bunt glatte Petersilie, gehackt minus 150 Gramm griechischer Joghurt, 1,5 bis 1 T1 Baarat, Klammer auf orientalische Gewürzmischung, zum Beispiel über Rimoko, der Klammer zu, je 1 Teraliter Kreuzkümmel und Schwarzkümmelsaat erstens Auberginen waschen quer in 1 cm dicke Scheiben hobeln oder schneiden, salzen und 10 ruhen lassen. In Zwien Kichererbsen in ein Sieb abgießen, waschen und abtropfen lassen. Orange heiß waschen. 2 TI-Schale abreiben, Saft auspressen. Tomaten abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Datteln entkernen und quer in schmale Streifen schneiden. Zweitens Auberginenscheiben abbrausen und mit Küchenpapier gut ausdrücken. Eine Grillpfanne mit 1 Hexaliter Öl einpinseln, die Auberginenscheiben portionsweise von jeder Seite 2 bis grillen, bis sich dunkle Streifen gebildet haben. Auberginen abkühlen lassen, salzen und pfeffern. Drittens 2 Hexaliter Olivenöl mit Granatapfelsirup, Tomatenmark und Orangenschale verrühren, Orangensaft unterrühren. Dressing mit Salz, Pfeffer, Zimt und Cayennepfeffer würzen. Viertens Auberginen auf eine Platte anrichten. Kichererbsen, Datteln und Tomaten, dazwischen streuen, alles mit dem Dressing beträufeln und mit Petersilie bestreuen.
fünftens Joghurt mit etwas Salz und Baarat verrühren und auf den Salat löffeln. Kreuzkümmel und Schwarzkümmel im restlichen Öl 2 bis anrösten und darauf verteilen. Proportion 6 Gramm E 26 Gramm F 23 Gramm KH gleich 350 Kilokalorien, Klammer auf 1464 Kilojoule, Klammer zu. Minus 125 Gramm schwarze Beluga-Linsen, ein Lorbeerblatt minus 1 Exaliter Dijon-Senf minus 1 Exaliter Ahornsirup minus 2 Exaliter Apfelbalsamessig, mehr Salz, Pfeffer minus 1 Teraliter abgeriebene Zitronenschale minus 4 Exaliter Massadamianusöl, Klammer auf ersatzweise Mandelöl, Klammer zu, minus 300 Gramm rote Beete, Klammer auf vakuumiert, Klammer zu, minus 250 Gramm Blaubeeren 1 und Koriandergrün, gehackt minus 30 Gramm gesalzene Pistazienkerne, gehackt erstens Linsen in einem Sieb waschen und mit Lorbeer und genug Wasser, Klammer auf gut 2 Finger über den Linsen, Klammer zu, in einen Topf geben. Alles aufkochen und zugedeckt in 25 bis 30 Min. Gar köcheln lassen. Zweitens inzwischen Senf, Ahornsirup, Essig, Salz, Pfeffer und Zitronenschale verrühren, nach und nach das Öl unterschlagen. Rote Beeteknollen in Spalten schneiden und mit der Fingerkrete mischen. Blaubeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. Drittens Linsen abgießen, Lorbeer entfernen. Linsen salzen und zu den roten Beeten geben. Alles abkühlen lassen, eventuell nochmals nachwürzen. Vor dem Servieren die Blaubeeren untermischen, Salat mit Koriandergrün und Pistazien bestreut servieren. Proportion 11 GE 14 Gramm F 32 Gramm KA gleich 310 Kilokalorien, Klammer auf 1297 Kilojoule, Klammer zu. Zubereitung, 45 Minuten Backzeit, 35 Minuten minus 80 Gramm Pinienkerne minus 2 Exaliter Olivenöl, etwas Öl für die Form minus 150 Gramm rote Zwiebeln, gewürfelt minus 200 Gramm roter Kamarkreis, Klammer auf ersatzweise Langkornreis oder roter Quinoa, Klammer zu, minus 3 Teraliter Ratsel-Hanout, Klammer auf arabische Gewürzmischung, Klammer zu, Salz minus 400 Milliliter Gemüsebrühe 1 und glatte Petersilie, gehackt minus 80 Gramm Korinthen 4 rote oder gelbe Paprikaschoten minus 100 Gramm Feta 1,5 Zitrone minus 300 Gramm Naturjoghurt, Pfeffer erstens Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett goldgelb rösten und auf einem Teller abkühlen lassen, Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln glasig dünsten, Reis dazugeben und unterrühren andünsten bis er ebenfalls glasig wird. 2 Teelöffel Ratsel-Hanout, etwas Salz und Brühe dazugeben und den Reis offen garen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Petersilie bis auf einige Blättchen mit Pinienkernen und Korinthen zum Reis geben. Zweitens Ofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Paprika waschen, längs halbieren und entkernen. Die Schoten innen etwas salzen. Reis mit Satz und restlichem Ratsel-Hanout abschmecken und in die Paprika-Hälften füllen. 3. Eine ofenfeste Form mit Öl ausstreichen, die Paprika-Hälften hineingeben, Feta klein schneiden und darüber streuen. Die Paprikaschoten im heißen Ofen auf der mittleren Schiene ca. 35 backen. 4. Inzwischen Zitrone auspressen und mit Joghurt verrühren. Dip mit Salz und Pfeffer würzen. Die gebackenen Paprikaschoten aus dem Ofen nehmen, mit restlicher Petersilie bestreuen und mit Joghurt servieren. Proportion 16 Gramm E 26 Gramm F 68 Gramm KH gleich 585 Kilokalorien, Klammer auf 2448 Kilojoule, Klammer zu. Zubereitung, 1 Stunde minus 1,4 Kilogramm Erbsenschoten, ausgelöst, Klammer auf, ergibt ca. 400 Gramm Erbsen, Klammer zu, minus 250 Gramm Zuckerschoten, minus 2 Teraliter Agavendicksaft, minus 11 Zweitel Exaliter Apfelessigsalz, Pfeffer minus 1,5 Teraliter abgeriebene Zitronenschale minus 4 Exaliter Olivenöl 6 Stiele Minze, Blättchen abgezupft minus 15 Gramm frischer Ingwer, geschält, gerieben minus 200 Gramm Feta erstens Erbsen in kochendem Salzwasser in 8 bis garen, abgießen und eiskalt abschrecken,
Zuckerschoten putzen, in kochendem Salzwasser 1/2 blanchieren, abgießen, eiskalt abschrecken und schräg in gleich große Stücke schneiden. 2. Agavendicksaft und Apfelessig mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale verrühren. Nach und nach das Olivenöl unterschlagen. Minzblättchen bis auf einen kleinen Rest fein hacken. Gehackte Minze, Ingwer und Erbsen mit der Vinaigrette mischen. Fett hart zerbröckeln und untermischen. Den Salat meint. 30 zugedeckt im Kühlschrank durchziehen lassen. Ab und zu wenden. Mit den Minzblättchen bestreut servieren. Pro Portion 15 Gramm E, 20 Gramm F, 12 Gramm KH gleich 290 Kilokalorien, Klammer auf 1213 Kilojoule, Klammer zu. Minus 800 Gramm Zucchini Salz minus 1 und Frühlingszwiebeln 1-2 grüne Chilischoten minus 400 Gramm Tofu Natur. Minus 1 und glatte Petersilie minus 1 und Basilikum minus 4 Hexaliter Olivenöl, etwas Öl für die Form 2 Knoblauchzehen fein gewürfelt / Kräutersalz, Pfeffer minus 200 Gramm Kräuterfrischkäse minus 100 Gramm Gouda gerieben erstens Zucchini waschen putzen und auf einem Hobel der Länge nach in ca. 2 mm dünne Scheiben hobeln, so dass lange, breite Zucchini-Streifen entstehen. Die Streifen nebeneinander auf ein Brett legen, salzen und ruhen lassen. Die seitlichen Endstücke in ca. 2 mm kleine Würfel schneiden. 2. Frühlingszwiebeln putzen und waschen. Weiße Teile hacken, grüne in dünne Ringe schneiden. Chilis längs halbieren, entkernen, waschen und klein würfeln. Tofu mit Küchenpapier fest ausdrücken, dann mit einer Gabel fein krümelig zerdrücken. Kräuter abbrausen, trocken schütteln und hacken, einige Basilikumblättchen ganz lassen und beiseite legen. 3.1 Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Den Tofu darin bei großer Hitze anbraten und 3 bis unterrühren braten. Tofu salzen und aus der Pfanne nehmen. 4. 2 Hexaliter Öl in der Pfanne erhitzen. Das Weiße der Frühlingszwiebeln, Chili und Knoblauch, darin bei kleiner Hitze andünsten, Zucchini-Würfel dazugeben und eine bis bei größerer Hitze unterrühren braten. Pfanne vom Herd nehmen, Tofu untermischen, alles mit Kräutersalz und Pfeffer würzen. Frischkäse untermischen, dann das Grüne der Frühlingszwiebeln und die Kräuter unterheben. 5. Ofen auf 240 Grad vorheizen. Eine Lasagneform mit Öl ausstreichen. Die Zucchini-Streifen mit Küchenpapier trocken tupfen. Eine Schicht Zucchini-Streifen in die Form legen, Klammer auf längs oder quer, je nach Größe Klammer zu. Darauf etwas Tofu-Mischung verteilen und 1 Hexaliter Käse darüber streuen. Die erste Schicht mit Zucchini-Streifen abdecken, darauf Tofu-Mischung verteilen und so fort. Die letzte Schicht sind Zucchini-Streifen. Diese mit restlichem Öl bestreichen und mit etwas Käse bestreuen. 6. Lasagne im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 8 bis 10 Minuten backen. Die Grillfunktion zuschalten, die Lasagne dann im heißen Ofen auf der oberen Schiene weitere 2 grillen, bis der Käse zerlaufen und leicht gebräunt ist. Mit Basilikumblättchen garnieren und sofort servieren. Pro Portion 26 Gramm E, 29 Gramm F, 9 Gramm KH 1 gleich 400 Kilokalorien, Klammer auf 1674 Kilojoule, Klammer zu. Minus 500 Gramm Brokkoli 1/2 und Frühlingszwiebeln minus 1 und glatte Petersilie minus 40 Gramm Mandelblättchen minus 1 Zitrone minus 300 Gramm griechischer Joghurt / minus 4 Hexaliter Olivenöl minus 2 Tiraliter Alkazin Honig Kräutersalz Pfeffer minus 350 Milliliter Gemüsebrühe 2 Tee grüne Hai Currypaste Klammer zu, minus 250 Gramm Instant Couscous minus 1/4 Tiraliter Kurkuma Pulver Salz minus 100 Gramm Zwiebeln, gewürfelt erstens Brokkoli waschen, jeweils am Strunk anfassen und zunächst die Röschen auf eine Reibe raspeln, anschließend den Strunk schälen und alle holzigen Teile entfernen. Dann den Strunk separat raspeln, Frühlingszwiebeln putzen und waschen, weiße Teile in ca. 1/2 cm dicke Ringe, grüne in sehr feine Ringe schneiden, Petersilie abbrausen, trocken schütteln und grob hacken, Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten, 2. Zitrone heiß waschen, Schale abreiben und Saft auspressen,
Joghurt mit 1 Exaliter Olivenöl, Honig und 2 Deciliter Zitronensaft glatt rühren, mit Kräutersalz und Pfeffer würzen. 1/4 Zitronenschale unterrühren, den Rest darüber streuen. Den Zitronenjoghurt kalt stellen. 3. Brühe aufkochen und die Currypaste darin auflösen. Couscous mit Kurkuma-Pulver und etwas Salz mischen. Die heiße Brühe darüber gießen und alles umrühren. Couscous zugedeckt ca. 5 quellen lassen. 4. Inzwischen die Zwiebelwürfel und das Weiße der Frühlingszwiebeln in 2 Hexaliter Öl glasig andünsten. Den geraspelten Brokkolistrunk dazugeben und bei größerer Hitze unterrühren ca. 3 braten. Dann die geraspelten Burschen ca. unterrühren mit braten. Couscous mit einer Gabel auflockern, mit restlichem Öl beträufeln und unter die Brokkoli-Zwiebelmischung heben. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken. 5. Die gehackte Petersilie untermischen, mit Mandelblättchen bestreuen und den Couscous mit Zitronenjoghurt servieren. Pro Portion 16 Gramm E, 23 Gramm F, 56 Gramm KH, 500 Kilokalorien, Klammer auf 2092 Kilojoule, Klammer zu. 6 Kartoffeln minus 1 Kilogramm kleine Kartoffeln, Klammer auf zum Beispiel Drillinge, Klammer zu, minus 250 bis 300 Gramm Salz, rote MOJO-Soße, 1 große rote Paprikaschote, geschält 1 bis 2 frische rote Chilischoten, 2 bis 3 Knoblauchzehen, gehackt minus 2 Hexaliter Rotweinessig, Klammer auf ersatzweise Sherryessig, Klammer zu, Salz, Pfeffer minus 2 bis 3 Hexaliter Tomatenmark minus 2 Deciliter Paprikapulver minus 2 Deciliter gemahlene Kreuzkümmel minus 4 Hexaliter Olivenöl grüne MOJO-Soße 1 grüne Paprikaschote, geschält 2 grüne Chilischoten 1 Limette 2 bis 3 Knoblauchzehen, gehackt 2 Bund Koriander, gehackt 1 bis 2 Bund glatte Petersilie, gehackt Salz, Pfeffer minus 2 Deciliter gemahlene Kreuzkümmel minus 4 bis 5 Hexaliter Olivenöl erste Kartoffeln gründlich, unter fließendem Wasser sauber bürsten, in einen Kochtopf, eben und so viel kaltes Wasser, angießen, 1 sie bedeckt sind, dann pro 100 Milliliter, so 25 Gramm Salz dazugeben und unter auflösen. Die Kartoffeln schwimmen nun wegen des Salzgehalts des 1 bis 1 Sas an der Oberfläche. Die Kartoffeln, deckt in ca. 20 Gar kochen. Die rote Mayo die Paprika vierteln ernen und würfeln. Chilis längs gleich ernen entkernen, waschen und klein. En Paprika, Chili und Knoblauch, mit einem Becher geben und so fein, gleich pürieren. Salzen und pfeffern. 7 En Mark, Paprikapulver und Kreuz dazugeben und altes nochmals, dann das Öl unterschlagen. Grüne Mayo Paprika vierteln, end unterstrichend würfeln. Chilis längs halbieren, waschen und würfeln. Von der die Schale abreiben und den Saft Paprika mit Chili, Knoblauch ätzten Saft pürieren. Koriander und dazugeben alles erneut pürieren unterstrichen Schale Salz, Pfeffer und würzen. Zum Schluss das